Willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Wir sind im Raumfahrtzentrum und haben hier so einige Scheiße noch zu tun. Wir müssen uns Zutritt zu einem Shuttle verschaffen. Warum haben wir da hier so ein bisschen rumbackt? Wir müssen uns Zutritt zu einem Shuttle verschaffen. Und das machen wir wie folgt. Indem wir erst einmal dafür sorgen, dass die ganzen Arbeiter und Techniker... Oh, wir sind in Lego City, nice. Dass die Arbeiter und Techniker alle erstmal aus ihren beschissenen Arbeitsräumen da verschwinden, damit wir heimlich ins Shuttle gelangen können. Dort müssen wir nämlich einen Mondbuggy besorgen. Warum? Er schließt sich uns noch nicht. Wir sollen ihn einfach besorgen. Ich meine, meistens ist es ja doch bei Verbrechen immer so, dass man... Bestände der Flugverpflegung werden überprüft. Brezel-Situation kritisch. Bestand von Schokolade und Süßigkeiten adäquat. Oh. Softgetränke-Nachschub gewährleistet. 5 Geschmacksrichtungen. Davon 2 Light. Nice. Light ist Schmutz. lul. Ja, wie gesagt, ist es bei Verbrechen doch meistens eher so, dass man eh nicht weiß, wofür man die Scheiße da jetzt besorgt, oder? Weil schließlich, naja, man soll es halt ausführen und keine Fragen stellen. Würde ich zumindest verlangen von meinen Leuten, dass sie keine Fragen stellen. Denn wer nichts weiß, kann auch nicht reden. Kriminelle Energie macht sich breit. Na gut. So, was bewirkt das Ding hier jetzt? Ah, ist wieder so ein Teleportierding. Aua. Episch. Ah, hier sind wir. Warte. Hier sind Planeten. Einen Planeten von der Decke holen. Shuttle Radioempfang wird getestet. Crazy Day für euch am Mikro. Wir spielen die Hits 6 Wochen nonstop. Oh Gott. Radioempfang funktioniert 1A. Okay, das Ding hier funktioniert auch 1A. Perfekt. Ich will jetzt trotzdem langsam mal endlich die scheiß Planeten da von der Decke holen. Toll. Großartig. Denn wir haben immer noch den Spoiler bekommen, dass, wenn wir einen Planeten von der Decke holen, irgendwas krasses Geheimes auf uns wartet. Und ja, ich will jetzt etwas krasses Geheimes haben. Und offensichtlich sind wir noch nicht ganz bereit für etwas krasses Geheimes. Da, wir haben das Ding jetzt 20 Mal getroffen, aber es scheint wohl nicht die Lösung zu sein. Na gut. Letzte Vorbereitungen laufen. Betankung wird eingeleitet. Raketentreibstofffüllstand 1% und steigend. Ja, das könnte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Oh. Hoffe, dieser Schacht da oben führt zum Hangar. Ah. Das Energieniveau ist enorm gesunken. Versteh schon. Alle Techniker bitte sofort zum Systemcheck in den Kontrollraum. Wir haben also doch einen kleinen Hinweis bekommen. Wir haben etwas gefunden. Oh, ach du Scheiße. Ob ich mit meinem Führerschein auch Raketen fliegen darf? Na, solange keine Polizei in der Nähe ist, ist alles legal. Ja? Ellie, wie kriege ich jetzt den Mondbuggy aus dem Shuttle? Da sollte sich ein Knopf befinden, um den Ladebereich zu öffnen. Und er braucht sicher Strom, oder? Ja, wieso? Ich glaube, ich habe die Stromversorgung unterbrochen. Und jetzt ist der Kontrollraum voller Leute. Okay, warte mal. Im Hangar sollten sich einige Hochleistungslaser befinden. Mit deren Hilfe solltest du Energie für das Shuttle bekommen. Schon der Hammer, was man im Internet so alles rausfinden kann. Okay, ist ja klar. Sonst noch was, das ich wissen sollte? Die jährliche Regenmenge von Lego City? Danke, Ellie. Alter, kannst du da vielleicht jetzt mal rauflaufen? Bim, 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 bim. Könnte auch so ein Vodafone-Klingelton sein. Oder? Bim, 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 bim. Ah, ne, wer war das mit dem Klingelton nochmal? Irgendein Internetknecht. Wer war denn das nochmal? War das O2? Oder ne, es war Telekom. Telekom. Klar, es war Telekom. Keine Ahnung. Alle nicht so ganz das Wahre. Alle nicht so ganz das Wahre. Aber gut, okay. Ne? Das ist jetzt wieder große eigene Meinung. Guten Tag, was wollen Sie von mir? Bitte verschwinden Sie, danke dir. So. Dir trete ich auf den Fuß. Weg. Nice. So will man Leute ausschalten. Das ist nice.
So, hier kommen wir offensichtlich. Ach so, das ist nur so ein Laser, okay. Störe ich dich hier nicht, oder? Okay, dann störe ich nicht, das ist gut. Denn ich hatte eh nicht vor zu stören. Das ist nur gut. So, und hier wieder so ein Elektroscheiß, den wir immer noch nicht machen können. Ach ja. Schade, schade, dass mit einigen... Das ist aber komisch hier. Dass wir mit einigen Verkleidungen immer noch nichts zu tun haben, ist echt schade. Aber was will man machen? So funktioniert so ein Spiel halt. Backtracking, viel. Viel, viel Backtracking. Das sind Lego-Spielen, wie gesagt, immer so. Lego-Spiele haben irgendwie so gewisse Dinge. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie das Ding geht. Toll. Mach nochmal. Unten, ah, okay. Wie gesagt, Lego-Spiele... Hä? Ich habe doch hier unten gedrückt. Oh. Lego-Spieler haben halt immer so ein gewisses Ding, also entweder sind Lego-Spieler halt dafür bekannt, dass sie oft abstürzen und Lego-Spieler haben meistens auch immer viel Backtracking. Es ist einfach so. Das sind Dinge, die erfüllen sich in Lego-Spielen einfach immer und immer wieder. Naja. Achso, ich sollte das vielleicht nicht wieder abschießen, sondern eher mit dem hier. Laser 1 aktiviert. Ja. Sondern eher mit dem hier. Machst du nichts? Okay. What the fuck? Dezent hochgeflogen gerade. Ich glaube nicht, dass das hier so funktionieren sollte. Egal. Wir lassen uns von irgendwelchen Bugs mal nicht, beurteilen. Nicht, ich meine natürlich beeinflussen. Aber das hier sollten wir mal abschießen, da oben. Nice. Das brauchen wir auch tatsächlich. Hier unten gibt es nämlich irgendwas Freshes zum Bauen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein scheiß Laser-Ding. Hier gibt es auch wieder irgendwas zu bauen. So viele Dinge, die man gleichzeitig tun kann. Das ist einfach so... Ha, für jemanden, der 100% eigentlich immer macht, ist das hier echt... Das tut teilweise richtig weh. Ne? Aber damit muss man, wie gesagt, leben. Ups, falsche Farbe. Ich brauche ja wieder das hier. Na, wie gesagt, es ist halt na, für jemanden, der manchmal bei 100% eigentlich macht. Schmerzhaft, schmerzhaft, aber gut. Was will man tun? Was will man tun? Wie gesagt, so funktionieren diese Spiele und damit muss man einfach leben. Ne? Obwohl ich damit nicht leben will, aber na, was soll man tun? Was soll man tun? So, wir sollten jetzt vielleicht mal unseren Job hier weitermachen und hier den Rest aufbauen, damit wir hier Strom haben und endlich mit dem Mondbuggy abhauen können. Laser 2 aktiviert. Sehr gut. Basisfunktionen des Shuttles aktiviert. Perfekt. Ajo. Der Mondbuggy sollte da vielleicht nicht so komisch dranhängen und halbwegs fast runterfallen. Ich glaube, das ist nicht gut. Ja. Ich glaube, wir haben Besucher. Hallo. Kann ich euch erschießen? Oh, lol. Warte, kann ich euch nicht auch einfach so? Lol. Tatsächlich. Aua. Schmerzhaft. Aber okay. Geht alles klar. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir hier hochfahren, oder? Yes. Dann let's go. Komm mal her, Fahrstuhl. Komm mal her. Es sind ja auch gerade die Leute mit dem gekommen. Das heißt, let's go. Jetzt hochfahren. Perfekt. What the fuck? Da oben gibt's Mülllaster? Ist das ein Mülllaster? Oder? Nee, irgendein anderer. Irgendein Laster kann man da oben haben. Aber gut, okay. Ist jetzt nicht unsere Mission. Kriegen wir wahrscheinlich auch gar nicht, weil wir die... Ja, wir haben die Fähigkeit dafür gar nicht. Das ist doch scheiße. Das tut wieder weh. Das ist wieder so ein 100%-Ding, was ich einfach nicht machen kann. Ich weiß, das ist wirklich nervig, sich bestimmt anzuhören, aber sowas regt mich wirklich auf. Ich will 100% machen. Ich meine, ich habe nichts gegen Backtracking in Videospielen, aber wenn es halt immer so krasses Back... Ups. So krasses Backtracking... Ja, reicht dann auch. Wenn es immer so krasses Backtracking ist, wo du halt teilweise Missionen lange, lange, lange Zeit nicht machen kannst. Ich meine, guck mal, wie viele Verkleidungen uns noch fehlen. 3 Stück. Ja. Also,
Das tut weh. Das ist einfach echt nervig. Vor allem, wenn du da immer wieder in die Mission musst und alles. Und, Ich weiß ja nicht. Ah, gut. So, Basisfunktion des Shuttles aktivieren und hier den Quatsch rausholen. Alter! Ich habe tatsächlich so einen Mondbuggy auch noch, so einen uralten, mit so einem uralten Lego aus den 80ern. Na gut, okay, runter da, let's go. Aua. hallo? Ah, okay. Ich wollte mich gerade beschweren, dass wir da jetzt festbacken. Dann hätte ich aber richtig im Strahl gekotzt. Ich bin ehrlich. Dann hätte ich aber auch nicht mehr weitergemacht. Und Motivation wäre dann so im Arsch gewesen. So, weiterfahren, oder? Jo, weiterfahren. Das Ding ist aber... Oh, es lässt sich echt komisch steuern. Aber gut. War da nicht noch was vorhin hier? Ach, das können wir ja gar nicht machen. Denn war ja das andere Ding. Das können wir leider nicht machen. Das tut mir leid. Hallo! Hey, das ist mein Wagen! Du bist so besitzergreifend! Der gehört nicht dir! Na dann eben uns, ihm jedenfalls nicht! Komm mit! Okay, der Kaffee, der darf nicht verschüttet werden, das ist wichtig, das verstehe ich. Hoffentlich warten Chans Leute schon am Dock auf mich. Das denke ich mir aber auch schon die ganze Zeit. Spezialauftrag, fiese Astronauten, abgeschlossen. Ja, ist doch nice. Haben wir hier einen roten Stein? Nee, ne? Keinen roten Stein, ey. Den Weltraumwissenschaftler haben wir bekommen. Aber keinen roten Stein. So, wieder 100% geiler Bulle. Irgendwie so. Story fortsetzen. Und natürlich Ladebildschirm, warum auch nicht? Na, wie auch schon letztens erwähnt, die Ladebildschirme bei solchen Missionen, die dauern eigentlich nicht so lange. Ist halt irgendwie nur komisch. So, und wehe, hier fängt nochmal irgendwer an, von Essen zu reden oder sowas. Denn ich habe immer noch sowas von Fetthunger. Zum Glück, ich hoffe, wir werden nicht als nächstes in irgendeine Fressalienbude geschickt oder sowas. Das wäre ganz schlimm. Denn es ist bis jetzt, es ist 4.12 Uhr, also noch hat nichts auf. Noch hat nichts auf, leider. Okay, Chang, was geht ab? Fahrer, schlechte Nachrichten. Meine Leute warten nicht auf dich am Dock. Ja, ich hab's gemerkt. Sie sind spät dran. Und mit spät dran meine ich... Sie sitzen hier auf ihrem Hintern! Oh, Sie sind anscheinend doch los. Wen soll ich denn jetzt anschreien? Sie kommen also bald. Dein Spiegelbild. Denk schon. Pass ja auf den Mondbuggy auf, solange Sie noch nicht da sind. Ich gehe raus auf die Straße und schrei ein paar Passanten zusammen. Bis dann, Fahrer. Okay, dezente Aggressionsprobleme. Ja, ich verstehe das aber. Einfach so random Leute anpöbeln ist aber asozial. Okay, ich glaube, ich muss jetzt einfach durchhalten, oder? Ach du heilige Scheiße. Ich muss es einfach 50 Sekunden lang noch durchhalten, oder was? Das dürfte ich aushalten. Oh, hier hinten gab es auch immer nice Sachen. Irgendwo hier hinten konntest du zu einer kleinen anderen Insel springen, genau hier vorne. Das weiß ich noch. Oh mein fucking Gott! Oh mein Gott. Ja, Kurva. Na gut, okay. Machen wir nochmal. Ist ja nicht schlimm. So, eine Minute überleben. Aber ich würde mir das hinten trotzdem gerne angucken. Nee. Alter, dieser Spast. Ich würde mir das hinten trotzdem gerne mal angucken. Was für ein Hupe hat der bitte? So, hier hinten anscheinend nochmal. Hier kann man was Großes bauen. Ich glaube, hier kann man ein Looping oder sowas bauen. Weiß ich gerade nicht mehr. Das geht mit Sicherheit eine Beule. Ja, hier hinten auch nochmal irgend so ein Scheiß. Sehr nice. Oh. Naja.
Och du Scheiße, okay, ich dachte schon, jetzt habe ich die verarscht, okay. Aber nein, sie haben mich verarscht, Scheiße. Ach du Scheiße, komm, pisst euch mal bitte. Damit sollte das Problem gelöst sein. Ja, da welches Problem denn? Hier spricht der Werkschutz. Der Werkschutz! Alle Mann zurück zur Basis. Hä? Und jetzt lassen sie mich einfach gehen, oder was? Ach ja, der klaut den Mondbuggy. Nee, macht das mal nicht, bis ihr ihn habt. Nee, passt schon, passt schon. Lol. Hä? Okay, nice. Ja, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ach du Scheiße. Womit ich aber nicht leben kann, ist, wenn das Ding hier kaputt ist. Das heißt also, fahr das Teil jetzt sicher zurück. Jetzt kriege ich einen Anfall, Alter. Boah, hallo. Oh mein Gott, nicht ins Wasser fahren. Hallo, ich habe ihn abgeliefert. Wurde aber auch Zeit, Jungs. Ja, witzig. Nicht mal ein Wort wechseln. Wie asozial. Erstmal zu spät kommen und jetzt nicht mal was sagen. Asozial. Na gut. Sollen wir sie mal nicht so hart bestrafen, ne? Aber gut. Jetzt geht's wieder rüber aufs Festland. Wir übernehmen ab hier. Folg uns ja nicht. Okay, cool. Wie soll ich aber folgen? Ihr seid da auf dem Wasser. Tschüss! Solche Trottel, Alter. Kapitel 8, die Befreiung. Na dann, wer kommt denn jetzt hier an? Ach nee, du. McCain, bist du in der Nähe vom Zentrum? Ja. Klar, Chief. Warum? Wir haben Hinweise darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. Finde ich doch die gut. Die halten ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Wurde Verstärkung angefordert? Ja, aber bis die da sind, ist es zu spät. Also beeil dich ein bisschen. Ich will es mir wirklich nicht mit... Hä? Was? Ein Alien? The fuck? Also du willst es dir nicht mit Forrest Blackwell verscherzen? Ja, aber hä? Stopp! Trottel. Warte mal, wir können einen Alien fangen, nice. Aliens geschnappt, ja, nice. McCain, bist du in der Nähe vom Zentrum? Klar, Chief, warum? Ja, hörst du dir nochmal an. Darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. So was schade. Ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Wurde Verstärkung angefordert? Ja, aber bis die da sind, ist es zu spät. Also beeil dich ein bisschen. Ich will es mir wirklich nicht mit Forrest Blackwell verscherzen. Wie redet der eigentlich? Ich will es mir wirklich nicht mit Forrest Blackwell verscherzen. So redet der. Warum redet er denn so komisch? Na gut, okay. Da wir immer noch ein Bulle sind, müssen wir da leider helfen. Also, auch wenn wir ihn nicht mögen, müssen wir ihm leider helfen. Das ist leider das Problem. Heißt also, ich schnapp mir jetzt hier die erstbeste Karre. Ich sagte beste. Das wären drei Taxen. Wunderbar. Das ist ein Notfall. Ja, der Herr hier hinter, der ist jetzt mal ganz kurz. Ja. Warum gibt's hier nur Taxis und beschissene Autos? Geht sicher gut. Ja, das glaube ich auch. Denen geht's sicher gut. Aber gut. Wir sollten vielleicht erstmal nicht in den Gegenverkehr fahren, lol. Und dann sollten wir hier den schnellsten Weg... Ach ja, hier hinten. Na gut, okay. Bleib doch nicht stehen, du Vollidiot! Oh. Okay, stopp. Oh nein! Warte, ganz wichtig. U-Bahn. Ganz wichtig. Metro. U-Bahn. Ich mag Züge. Juhu! Geil. So, und hier hinten, keine Ahnung, wer ist das? Hier, Saraza oder so. Der ist leider, der kommt heute zu spät zu seinem Termin. Keine Ahnung, was der da will. Okay, das Gebäude ist direkt hier vorne. Ich brauche einen blauen Farbwechsler. Blau, blau, blau. Da hinten sind ganz viele. Oh mein Gott, ein... Oh, hier gibt's alle Farben.
Oh mein Gott, hier gibt's alle Farben. Wie geil. Das ist aber gut zu wissen. Alle Farben heißt nämlich, dass wir theoretisch nicht unendlich lang suchen müssten. Wir müssten halt jedes Mal nur hier hinkommen, um halt die jeweilige Farbe zu nehmen, lol. Aber gut, das sollte funktionieren. Ich fände das nicht schlecht. Ich erinnere mich aber auch, es gibt, glaube ich, noch einen roten Stein, mit dem wir tatsächlich immer automatisch die richtige Farbe dabei haben. Lecker! Das würde ich dazu jetzt nicht sagen. Farbe ist nicht lecker, aber zweckmäßig. Sagen wir es mal so. So, und jetzt holen wir uns hier Forest Blackwell. Parkour! Das kann ich. Ah, da oben, ich sehe sie schon. Na gut, let's go. Das sollten wir hier können, das passt. So, hier rüber, über die Tauben. So, da. Da, Parkour ist echt nice. Also ich bin ehrlich, ich würde es gerne in echt auch mal machen, aber ich bin leider absolut unsportlich. Ich werde festgehalten gegen meinen Willen. Hört mich jemand? Ja, ich höre sie. Ich meine, abgesehen von meinen Entführern. Der wirkt aber nicht sehr, als ob das eine wahre Entführung ist. Hä, das Gronkh? Weg. Jetzt mal im Ernst, also das hat jetzt nicht gerade sehr realistisch gewirkt. Also, das wirkte auf mich nicht so, als wäre das eine echte Entführung. Das wirkte eher geplant. Gronkh festgenommen, nice. Der Arme. Aber das wirkte jetzt auf mich wirklich nicht wie eine Entführung. Also, Entschuldigung. Ob ich da jetzt irgendwie was denke oder so. Aber das wirkte auf mich absolut nicht wie eine Entführung. Hallo! Das wirkte auf mich nicht unbedingt wie eine Entführung, aber naja. Ja, zumindest nicht wie eine unfreiwillige. Vor allem seine schauspielerischen Künste sind sehr begrenzt. Ja, nice, wie das da gerade kurz die falsche Farbe hatte. Sehr schön. So. Und jetzt hier ranspringen. Oh Gott. Hat ja zum Glück geklappt. Ah, hallo. Ach du Scheiße. Nein, der Arme. Joki, er auch weg. Scheiß einfach auf die anderen. Einfach immer runterfeuern. Oh, okay, da bin ich leider gerade geldgeil. Das tut mir leid. Oh mein Gott, Geld. Geldgeil, YouTuber-Krankheit. Geld, wir sind reich. Sehr gut. So, und jetzt hier hoch und Forest Blackwell retten. Ja, mehr oder weniger retten. Ich bin immer noch der Meinung, das ist keine wahre Entführung. Der benimmt sich einfach so, als wäre das hier immer noch nichts Wahres. So. Übrigens, sehr schöner Gebäudekomplex, wo wir hier gerade rumlaufen. Darf ich oder muss ich mal einfach erwähnen? Es ist ein sehr schöner Gebäudekomplex. Es wirkt wie bei uns in der Nähe eine Universität. Oder wie so ein Krankenhaus bei uns in der Nähe irgendwie. Kannst du mal loslassen, bitte? Achso, hier geht's gar nicht weiter. Das wirkt tatsächlich so ein bisschen wie eine Mischung aus dem Krankenhaus und der einen Universität. Nein, du sollst hoch. Hallo. Warum wird da eigentlich gerade suggeriert, dass ich da runter soll? Ich will da gar nicht runter. Ich muss hier hoch. Es gibt dann bestimmt auch wieder dann eine Parkour-Challenge hier. Ne? Wie gesagt, ich würde es halt wirklich auch gerne mal so probieren in echt, aber ich würde mir dabei nur alle Knochen brechen. Weil ich sowas erstens nicht kann und zweitens auch einfach viel zu unsportlich bin. Ich bin einfach so unsportlich. Das ist einfach so. So, was ist hier unten? Ist hier unten irgendwas Tolles? Ja. Guckt mal, was ich gefunden habe. Ein Superstein. Geil. Warte mal, und jetzt hier nochmal. So. Hallo? Geh mal bitte drauf. Hallo. Doch, du sollst da hoch. Dankeschön. Wenn ich A drücke, lässt er offensichtlich immer los. Okay, gut. Perfekt. Schön, das zu wissen. Ist nur nicht so ganz, naja, nützlich im Moment. Sagen wir es mal vorsichtig. Nicht ganz nützlich. So, und da oben ist schon das Dach, wo er
entführt wird. Oder? Ne, hier vorne ist es da. Und rauf. Sehr nice. Hallo. Mann, wie cool war das denn? Dave? Dave! Boah! Jo! Da! Ein Vordach! Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ah! Au! Das tut richtig weh. Ja, das glaube ich. Kann der Tag noch schlimmer werden? Ich glaube ja. Grundgütiger Himmel, Rettung naht! Verhaften Sie diese Männer! Schnappt ihn! Ah ja, natürlich, natürlich, natürlich. Warum sollten wir jetzt auch nicht gegen die ganzen Leute hier kämpfen? Zeigen Sie es denen! Weg und weg und weg. Das waren einige Zweier. Könnt ihr bitte aufhören, alle so schnell wieder weg, nicht mehr verhaftet zu sein? Klopfen und ab in die Mitte, junger Mann. Was laberst du eigentlich? Mein Gott, das ist so ein richtiger alter Knacker-Kommentar die ganze Zeit. Aua. Nicht unterkriegen lassen. Ja, okay. Ha, die Trachtprügel hat er verdient. Hat er verdient? Hä? Ich habe ihn umgeschubst. Ich habe ihn angestupst. Mann, ich dachte, mein Schicksal wäre besiegt. Nicht solange ich da bin, Sir. Oh Gott. Die schicken womöglich Verstärkung. Daher sollten wir umgehend aufbrechen. Mein Wagen müsste noch in der Nähe sein. Okay, chillig. Wir sind leider spät dran, Chase. Kamst aber wohl auch ohne uns klar. Ich denke, die Polizeistation wäre der sicherste Ort für mich. Würden Sie mich fahren? Ich bin noch etwas mitgenommen. Fahr ruhig! Ich sag dem Chief Bescheid, dass du Mr. Blackwell ablieferst. Wir bleiben hier und kümmern uns um die Gang. Das ist doch nice. Huch! Hallo? Hä, was hab ich jetzt getan? Was? Ich will kein Foto speichern, the fuck? Was? Ja, ich will's löschen, danke. Okay. Danke. Ich bin untröstlich. Ich habe Sie gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Ich bin Chase. Chase McCain. Wir sind uns auch nie begegnet. Cooles Auto. Chase McCain. Sieh an, wie unglaublich winzig die Welt doch ist. Seltsam. Vor kurzem erst sprach ich mit einem Bekannten über Sie, junger Mann. Darüber, was Sie durchstehen mussten, um Rex Fury zu verhaften. Er weiß, dass es nicht Chief Dumby war? Nein, nein. Einige von uns sehen die Dinge von damals etwas klarer als andere. Frei jeglicher Meinungsmacher. Eine Schande, dass Rex ausbrechen konnte, was er wohl alles anstellen wird. Wer weiß. Diese Männer, wer waren die eigentlich? Ohne Frage Umweltaktivisten. Die mögen mich nicht besonders. Und wieso, wenn ich fragen darf? Das wissen Sie nicht. Ich dachte, das wäre bekannt. Es war alles nur ein bedauernswertes Missverständnis, das nun hinter mir liegt. Wichtig ist nur, dass Sie in Sicherheit sind. Ob meine Sicherheitsleute das wohl auch so sehen? Dieses Auto, was wir hier fahren, das wirkt übelst wie so ein Ford Model A. Also, ist auch ein Model A, oder? Ich glaube schon. Es wirkt übelst wie einer. Das ist ja nett. Es wirkt auf jeden Fall wie ein Model A. Sehr schön. Ein schöner Ford. Guter Tag für eine Spazierfahrt. Ja, das auf jeden Fall. Die... Ach, scheiße, ich will kein Foto machen. Lass mich in Ruhe, ich wollte nur hupen. Hier, hör mal. Okay, nice. Wir sind gut reingedriftet. Haben's geschafft. Da wären wir. Mr. Blackwell, ich bin ja so froh, Sie zu sehen. Hab kein Auge zugemacht. Danke nochmals, Chase. Sie schlafen während der Arbeit? Ich? Warum geht das? Danke. McCain, es ist Zeit für mich zu gehen. Aber wir werden uns sicher wiedersehen. Das reimt sich, ja. Ja, genau. Genau. Ah, hier haben wir jetzt Parcours freigeschaltet, wunderbar. Aber wenn wir schon mal bei der Polizeistation sind, kann ich ja off-cam den roten Stein kaufen. Und euch verabschiede ich jetzt.
Bis zum nächsten Mal. Dieses Auto ist echt cool, muss ich schon sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.